gibt kaum ein Thema, mit dem sich die Pixar-Animationsstudios noch nicht auseinandergesetzt haben. Und wenn man glaubt, schon alles gesehen zu haben, setzen die Mitarbeiter von John Lasseter immer noch einen drauf. Nach sprechenden Autos und verliebten Robotern kamen mit Alles steht Kopf Gefühle als personifizierte Charaktere auf die Leinwand. Die Idee, die Welt im Inneren des menschlichen Körpers oder in dessen Gedankenwelt als Geschichte mit sprechenden und fühlenden Charakteren in Filmen oder Serien zu thematisieren, ist nichts Neues. Mit der Zeichentrickserie Es war einmal der Mensch wurde Kindern die Funktionen des menschlichen Körpers gezeigt, wo zum Beispiel die weißen Blutkörperchen die Polizei oder Viren und Bakterien die Bösewichte sind. Im Gehirn saß der Maestro mit seinem langen weißen Bart und steuerte an einer Computerkonsole wie in einer Kommandozentrale die Firma Menschlicher Körper. Oder nehmen wir die heute wenig bekannte Comedy-Serie Viermal Hermann, wie in Alles steht Kopf, die elementaren Gefühle als Personen in einer Art Kommandozentrale den Hauptprotagonisten, dem Büroangestellten Hermann, bei seinen Entscheidungen halfen. Egal ob die Angst, die Lust oder die Freude. Hermann wurde von ihnen gesteuert und letztendlich sind genau diese vier Figuren ja er selbst. Hermann könnte somit die Inspiration zu Rayleigh, dem Mädchen aus Alles steht Kopf gewesen sein. Ich muss zugeben, ein sehr gewagtes Projekt für einen Film, denn Psychologie und Emotionen sind sehr komplexe Themen und nur sehr schwer unterhaltsam umzusetzen. Aber Pixar hat es mal wieder geschafft. Auf der Suche nach den Kernerinnerungen und dem Versuch, wieder in die Kommandozentrale zu gelangen, begegnen Freude und Kummer Bing Bong, um den es jetzt heute geht. Bing Bong ist ein Wesen, das eine Mischung aus Katze und Elefant aus pinker Zuckerwatte ist und Rayleighs imaginärer Freund ist. Oder besser gesagt, es war. Denn eine Szene, bei der ich zugegeben zwar nicht weinen muss, aber die mich sehr traurig macht, ist, wo Bing Bong und Freude aus dem Tal des Vergessens flüchten, Bing Bong aber zurückbleibt und vergessen wird. Nun, was hat das alles mit der Monster AG zu tun? Meine Theorie ist ganz simpel und steht auch im Titel. Bing Bong ist ein Monster aus der Monster AG. Allerdings bereits aus der Zeit, wo die Monster AG durch Kinderlachen die Monsterwelt mit Energie versorgt, was Bing Bongs lustige Persönlichkeit erklären würde. Aber Bing Bong ist doch ein imaginärer Freund. Und was ist ein imaginärer Freund überhaupt? Vor allem Kinder, aber auch manchmal Erwachsene, haben manchmal imaginäre Freunde. Im Spiel stellen sie sich einfach vor mit einem Tier, einem Fabelwesen, einem Regenbogeneinhorn oder einer Zeichentrickfigur zu spielen. Dabei ist die Imagination und Fantasie eines Kindes so stark, dass diese Fantasieperson als echte, reale Person wahrgenommen wird. Ich selbst habe es sogar wirklich erlebt, wie ein Kind sich mit einem unsichtbaren Geschwisterchen unterhalten hat, und zwar so, als wäre es eine reale Person. Bei Kindern wirkt dies befremdlich, aber nicht weiter verstörend, weil Kinder eben sehr viel Fantasie haben oder es haben sollten. Haben Erwachsene sowas, wirkt das schon ein bisschen gruselig, aber bleiben wir mal beim Thema. Ja, Bing Bong ist der imaginäre Freund von Rayleigh. Sie spielte mit ihm, der Boden ist Lava, hielt großartige Musikkonzerte mit ihm oder flog mit ihm auf der Regenbogenrakete hoch zu den Sternen. Aber wieso sollte Bing Bong von der Monster AG kommen, wenn er doch imaginär ist? Nun, wie bereits erwähnt, habe ich die Theorie, dass Bing Bong durch eine Tür Rayleigh besucht und zum Lachen gebracht hat. Durch dieses Lachen hat die Monster AG Energie gewonnen und gut. Und jetzt kommt der Mindblow, meiner Meinung nach. Es gibt genau zwei Bing Bongs. Den realen, der mit Mike und Sally vielleicht mal einen Kaffee in der Pause trinkt oder sich von Duncan anschlauzen lässt oder in Mikes Comedy-Kurs gelernt hat, ein Scherzer zu werden. Vielleicht hatte er in Monstropolis keinen Job, bis die Monster AG Scherzer rekrutiert hat und Bing Bong als lustiges Monster endlich Arbeit fand. Für Bing Bong ist Rayleigh nur eines
von vielen Kindern, das er regelmäßig zum Lachen bringt, um Energie zu erzeugen. Dann gibt es aber noch den imaginären Bing Bong, den wir im Film kennenlernen, der in Rileys Erinnerung lebt. Denn alles, was wir in der Welt von Alles steht Kopf sehen, sind lediglich Projektionen, die Rileys Gedankenwelt repräsentieren. Riley selbst erinnert sich vielleicht nicht bewusst daran, dass sie vom Bing Bong besucht wurde, denn die Begegnungen mit den Monstern könnten bei den Kindern nur im Unterbewusstsein vergraben werden. Und die Kids glauben, wenn sie sich ein bisschen an die Monster erinnern, dass sie nur geträumt hätten. Somit könnte Riley sich entweder an Bing Bong erinnern und ihn bewusst als imaginären Freund belebt, also ausgesucht und belebt im Spiel haben, oder die Erinnerung an Bing Bong kommt durch das Spiel unbewusst zum Vorschein. Wie kann es aber sein, dass Riley Bing Bong total vergisst? Sie hat ihn vermutlich vergessen, aber er ist nicht völlig verschwunden, denn auch wenn man jemanden vergisst, hinterlässt die Präsenz einer solchen Gestalt Spuren. Riley hat vielleicht Bilder gemalt oder anderen von Bing Bong erzählt. So lebt er in der Erinnerung anderer wieder weiter. Als Projektion. Hat sie jedoch weder das eine noch das andere getan, dann ist Bing Bong wahrscheinlich für immer verloren, zumindest aus der Erinnerung von Riley. Sowohl die Schrecker als auch die Scherzer können früher oder später ihre Kinder nicht mehr besuchen, da sie zu alt werden und dann nicht mehr zugänglich für Scherzer bzw. für Monster werden. Und da Riley anscheinend zu alt für die Scherzermonster geworden ist, ist wahrscheinlich auch ihre Tür inzwischen geschreddert worden. Es könnte natürlich auch sein, dass mit dem Schreddern der Tür eine Art Verbindung abreißt und sich die Kinder dann an ihre Monster nicht mehr erinnern können. Somit war Bing Bongs Verschwinden aus Rileys Erinnerung vielleicht sogar Absicht. Wie auch immer. Was ist eure Theorie und gibt es ein Thema, das euch interessieren würde? Ich würde es tatsächlich spannend finden, wenn Bing Bong tatsächlich irgendwo in einem Monster AG Film oder Serie auftauchen würde. Ich habe ja schon Bilder gesehen, wo angeblich Bing Bong gesehen wurde, zum Beispiel auf dem Gruppenfoto von der Monster Uni. Aber ich habe gesehen, dass das manipuliert war. Also auf dem Originalbild ist er nicht drauf. Schreibt mir gerne in den Kommentare, was ihr von dem Thema haltet und eure eigenen Theorien darüber. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.